Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6. 2 sind voll, Montezumas Revanche, die Challenge. Ich habe die leider übersehen gehabt. Which is a problem, die beiden Apostel hier, weil der jetzt gleich verbreiten wird. Und nee, habe ich da nichts Schönes mehr. Ich weiß nicht, ob sich das wieder rückgängig machen lässt. Ich kann mir einen Ritter kaufen. Ich hätte mir eigentlich lieber einen Reiter gekauft, aber ich habe nicht genug Pferde. Nicht abstürzen spielt, dankeschön. Wo ist denn da der nächste Soldat? Auch nicht gerade wahnsinnig in der Nähe. Du kannst da auch schon verbreiten. Ich meine, ich muss sowieso kaufen und dann kriege ich Clan. Ansonsten haben wir sowieso verloren. Es wird trotzdem alles ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie viel glauben die wieder loswerden. Er kann einmal verbreiten, er kann mindestens einmal verbreiten, vielleicht öfter. Kann ich dich? Na, ich habe nur dich da gerade leider. Unangenehm. Du gehst mal da runter. Trotzdem nicht schnell genug. Ein Ritter, zwei Ritter, ein Reiter, kein Ritter, I don't know. Ich glaube, dich nehme ich mal mit runter. Auf alle Fälle. Alles, was sich schnell bewegen kann, wäre gut zur Apostelabwehr geeignet. Ja, we gotta do this. Und dann werden wir versuchen, die beiden zu killen und hoffentlich nicht sofort bekehrt zu werden. Sobald ich ihr den Krieg erklärt habe, kann sie auch keine, weil Handelsrouten wurden auch noch genannt, die den Glauben verbreiten, kann sie auch keine Handel mehr mit mir treiben, oder? Das heißt, damit soll es wenigstens auch helfen. Aber ja, ist ein bisschen blöd, dass ich die schon übersehen habe. Und wir brauchen ein bisschen viel Militär. Um nämlich die ganzen Apostel zu killen. Und ich habe momentan nicht so viel Militär. Ich sollte vielleicht irgendwo aufhören, die Forschungslabore zu bauen und stattdessen Militär bauen. Es ist schon viel zu viele Runden. Ich meine, du bist in 6 Runden fertig. Wenn du mit der Bibliothek fertig bist, ich glaube, wenn die alle fertig sind, baue ich mal nicht weitere Science-Gebäude, weil das ist nicht unser Problem. In Wissenschaft machen wir eh mehr als jeder andere. Okidoki, du bist wenigstens auch hier, das ist nicht allzu schlecht. Dunkles Zeitalter, it's fine, it's fine, it's fine. Ich glaube, wir machen einen Herzschlag des Dampfes, weil wir jetzt eh gerade zu viele Gebäude bauen. Und nicht zu viele Handelswege haben. Okay. Ich meine, sie kommt vielleicht auch einfach mit ihrer riesigen Armee vorbei und dann bin ich auch hin. Aber let's see. Ich nehme mal an, wir haben keinen Casus Belli. Nein. In dem Fall tut es mir sehr leid. Bla bla bla. Es ist alles schrecklich. Überraschungskrieg erklären. Entsetzlich. Yes. Alles sehr entsetzlich. Ja. Wir haben dein Vertrauen missbraucht. Und so, aber du wirst nicht begehren kommen. Okay, let's be honest. Ist auch nicht nett. Kurz mal, nur um abzuchecken. Religionstechnisch. Wie schaut es jetzt gerade aus? Du hast hier wie viel von was? Please? Kann ich das bitte sehen? Ne, konventiert sehe ich eh, aber okay, kann ich nicht sehen. Whatever. Bam. Minus 125. Ich glaube, es gibt irgendwie plus 200 oder so. Kommen schon zwei weitere, da kommt auch einer. Alright. Shit is happening. Du bist allerdings hier in der Nähe, das ist gut. Komm her. Das ist, du bleibst einmal hier. Wir müssen euch ein bisschen überall verteilen. Da sind noch zwei. Hier in Osterwald? Nein. Aber du kommst einmal auch hier weiter runter, definitiv. Um das ein bisschen besser garden zu können hier. Heidi. Was habe ich mit dir? Hatte ich mit dir noch irgendwas vor? Wahrscheinlich nochmal abreißen, abholzen und neu bauen, oder? Nehme ich schon mal an. Ja, das Jadefeld. Ich weiß, das Jadefeld, das Jadefeld. Das Jadefeld ist momentan nicht Priorität Nummer 1. Du gehst mal Schiff. Fisch anbauen. Nicht Schiff, Jesus. Schiffe über die Fische bauen. Das gehst du machen. Du gehst. Ich meine, hier haben wir eigentlich schon alles verbessert. Wir könnten da noch mehr Farmenzeugs bauen. Wir könnten da oben auch abholzen nochmal. Also Regierungswechsel. Oh, haben wir Dings? What is your problem?
Nein, wir können nicht Regierung wechseln. Wir haben ja eh schon die Handelsrepublik, yes. Ja, das ist fein. Zwei. Du rennst da runter. Wie schnell bist du? Nicht schnell genug. Ha. Nervig! Nervig! Ja, nervig. Muss mal dahin. Vielleicht nächstes Mal bessere Chancen. Du kommst hier hin. Wir können nicht nach Laventa. Ja, okay, Laventa. Shit, Laventa wird bekehrt. Das ist das größte Problem. Dass ich Laventa nicht angreifen darf. Weil da komme ich nicht rein, um seine Apostel zu killen. Das ist ein Problem. Bis dahin, ich meine, wenn ich genug Apostel rundherum kille, dann kriege ich die Religion wieder raus. Ich weiß nicht, ob dann wieder. Kann die Religion ganz raus, wenn ich genug Apostel kille? Hat es dann einfach gar keine Religion? I don't know. Weiß nicht, wie das funktioniert. Nicht abhauen. Nicht abhauen von meinen Einheiten. Naja, du bist auch nervig. Kannst du bitte. Komm mal, mach dich nützlich hier. Ja, vielleicht musst du da runter. Auch noch nützlich machen. Aber eigentlich sollte das Buenos Aires übernehmen, meiner Meinung nach. Okay, du bist damit fertig. Ich wollte hier eigentlich den Industriebezirk bauen, aber eigentlich muss ich. Ah, ich muss schon das Industriegebiet bauen. Viel später nehme ich und dann soll der Rest bitte schöne, schöne Einheiten bauen. Ja, Laventa ist mein größtes Problem gerade. Wer ist das, Susare? Wieder ein Mina mit 8. Fuck. Die anderen beiden können mir und werden wahrscheinlich auch mir gehören bleiben. Aber der Rest ist problematisch. Ich kann's, kannst du da noch eine direkte. Warte mal. Das ist noch eine direkte. Ja, sowas. Sowas gefällt mir. Nach Tenochtitlan. Yes, let's do one. Plus 4 Prot. Ja, du kannst da leider nirgendwo hin. Das ist leider alles nicht optimal. Alles nicht optimal. Du kommst da hin. Versteckt sich in Laventas Feld. Es gibt nichts Ärgerlicheres als das hier gerade. Oh mein Gott. Okay, wir gehen da hin. Komm raus aus diesem fucking Feld. I can't believe it. Aber stimmt natürlich, die Handelswege von den Niederlanden bringen mir auch den Glauben. Ich muss eigentlich mit allen Krieg haben, damit keiner mehr Handel betreiben kann mit mir. Schön, schön. It sounds like a great idea. Und jetzt soll ich einfach Speer bauen, haufenweise, die das dann erledigen? Ja, du musst da runter, du musst da rüber. Das ist alles ein bisschen deppert. Kannst aber mal hier stehen bleiben. Ja, du kannst den Fisch anbauen von mir aus. Große Ingenieurpunkte. Nein. Das ist alles okay für den Moment. Aufklärung haben wir in 6 Runden. Sonst passt eigentlich alles. Kannst du bitte irgendwo hingehen, wo ich dich killen kann? Warum ist die KI schlau? Noise Toronto. There we go. The more will be the need for engineers and field armies. In the late war. Es wird so unglaublich anstrengend, immer ein Auge drauf zu haben, wo irgendwo. Wenigstens sind sie jetzt so rot leuchten, wenn ich Krieg mit denen habe. Das macht es ein bisschen einfacher, sie zu sehen. Get out of here! God damn it. God damn it. Du bist dahin, du bleibst dabei da stehen. Was wollen wir mit dir noch machen? Wir könnten das abholzen. Bringt ein bisschen was zumindest. Oh, wir haben Kohle hier. Wir sollten mal die Kohle. Wenn wir neue Ressourcen haben, sollten wir die neuen Ressourcen anschließen. Innen müssen wir Söldner einführen. Sehe ich gerade. Du bleibst da, weil hier. Ich meine, du kannst dich auch hier hinstellen, damit sie vielleicht die Chance haben, bei mir reinzutrampeln. Bleibt alle da. Ich glaube, ich sollte wirklich mehr Speer machen. Ermittlerabschöpfung gefällt mir eigentlich gerade gar nicht schlecht. Ein bisschen Geldprobleme nachher fürs Aufrüsten.
The real use of gunpowder is to make all men tall. Komm her! Trau dich! Stop being in there! So annoying! Kommst da hin? Ist da jetzt noch eins entstanden? Nein, okay, Gott sei Dank. Gut, schiss, dass da noch ein Bahnlager ist. Das hätte mich auch äußerst genervt! Ich meine, warte mal. Da ist noch ein Zweifel, da ist noch ein Zweifel, da ist noch ein Zweifel. Okay, okay. Wie viel kostet's? 225, Leute. Ist insanely expensive. Glaube ich, du kurz die Atomprogramme große Fortschritte gemacht. Na super! Komm her. Meint ihr das jetzt wirklich so? Er schickt einfach keine neuen und wartet darauf, dass diese Stadt bekehrt wird innerhalb von 151 Runden? 249 Runden? I mean, this is fine so far. So lange habe ich eigentlich nicht mehr vor, dieses Spiel fortzuführen. Es wird wahrscheinlich immer schlimmer werden. Okidoki. Ich könnte natürlich ein Lager bauen. Wieso denn? Soll ich da hinaus? Ich könnte ein Lager. Yo! Ich brauche einen Handwerker. Ich brauche einen Händler. Yo, da ist so ein Dingsy. Und ich brauche ein Lager. God damn it. This is all horrible. Ne, es ist gar nicht so horrible. Ich meine, es ist ein bisschen horrible. Aber. So schlimm, wie es die Comments finden, finde ich es auch wieder nicht. Weil er ist auch noch nicht mit so viel. Aber der Punkt ist, es ist mir eigentlich lieber, wenn er mit mehr Aposteln auftaucht. Weil ich dann mehr für mehr Minus sorgen kann. Die sind so nervig. Mein Gott, freue ich mich. Warte, ich darf aber Lavente angreifen, right? Ich darf nur nicht. Ich darf nur nicht die Stadt angreifen. Wo steht denn Zeugs so rum, Lavente? Braucht die Stadt die nicht angreifen, who cares? Wenn du nervst vielleicht ein bisschen, aber eigentlich halb so schlimm, nehme ich an. Steht da nur noch Lavente-Zeug rum? Ich meine, ja, da ist dieser Schwertkämpfer, aber da kann ich auch gleich drauf. Ich glaube, wir erklären dir den Krieg, you know what? Fuck it. Krieg erklären. Kriegstreiber entsetze ich, ja, ich weiß, ein Haufen entsetze ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Krieg mit den Niederlanden. Nein. Not for the moment. Servus. Bam! Minus 125. Wie schauen wir jetzt aus? Wir sind hier auf 0 und es geht einfach nur. Lavente ist nicht mehr! Lavente ist nicht mehr. Alter, habe ich da. Was? Wieso konvertierst du irgendwann? Kannst du mir das erklären? Deswegen Handelsbeziehungen? Okay, aber mir gefällt das sehr. wir gehen mal da hin. Ja, wir schießen mal auf dich. Weißt du hin? Wir haben jetzt ein bisschen Kriegstreiber, Malus. Ich durfte Leute angreifen, gell? Ich darf nur nicht ihre Städte einnehmen und ich darf die Hauptstädte nur mit Atombomben angreifen. Aber ich darf Leuten den Krieg erklären. Und blöde Apostel killen. Ich glaube, ich bin absolut in meinem Recht. Ja, du gehst auch nach Tenoch, die klar, wenn du da so einen geilen Weg nimmst. Oder haben wir da schon eine Straße? Oh, wir haben da schon eine Straße. Whoopsi. Oh, da ist das Lager schon kaputt gemacht. Good job by you. Schiffe brauchen wir dann auch. Wir brauchen unglaublich viel Zeug nachher. Ich sollte eigentlich fast nur noch, nachdem ich jetzt das erforscht habe. Ich meine, okay, warte mal. Das Problem an Skytien ist, dass sie alles einnehmen und deswegen in der Wissenschaft immer weiter nach vorne kommen werden. Ja, mittlerweile sind sie schon auf 130. Nicht nur auf 176. Und sie haben natürlich mehr als ich. Aber gar nicht so viel mehr. Die sind schon noch hinterher eigentlich. Das Problem ist, sie nehmen den gesamten... Ja, sie haben alles eingenommen hier. Wo sind die? Weiß ich nicht, wo die Niederlande sind? Nicht genau. Wenn die ganzen Niederlande einnehmen, dann machen sie dann doch mehr Forschung als ich. Das heißt, ich kann doch nicht ganz hinten bei mit der Forschung. Ich muss aber auch mehr Geld kriegen, damit ich mehr Einheiten bauen kann. Also muss ich auch mehr Einheiten bauen.
It's a bit difficult. Ah, ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, dass wir da verlieren. Bleiben wir mal hier. Ja, du, wir machen alles. Ja, der ging Wein. Yes, 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 let's do it. Wir bleiben beste Freunde, auch wenn ich einen entsetzlichen Kriegstreiber-Malus habe, bitte. Ja, ich weiß, dass wir jetzt nicht... Aber, ja, ich betreibe aber Kriegstreiberei gegen die Richtigen. Schau mal auf das... Ah, ich brauche ein Schiff. Oh, ein fucking Schiff. I need a ship. Große Persönlichkeit, der Kadesh wieder mir. Ja. Torreka für Chemie ist auch geil, da gehen wir doch eh gerade hin. Bams die. Ballistik hat auch große Fortschritte gemacht. It's wonderful. It is indeed wonderful. Also außer Kimi bringt mir nichts, ich Trottel, weil da war ich schon. Deswegen brauche ich keine Forschungslabore. Ich bin zu spät mit den Wissenschaftlern. Da bin ich schon forschungsmäßig weiter. Ein Problem. Wir haben jetzt da... Habe ich die Fabrik jetzt? Yo, ich muss Fabriken auch noch bauen. Shit, ich muss hier so viele Sachen machen. Ja, Aufklärung haben wir in einer Runde. Da müssen wir kurz das Feld kaufen, glaube ich jetzt. Schlussendlich, ich gebe es ja zu, irgendwann müssen wir es schon machen. Ich vergesse es nämlich sonst wirklich. Ah, ich kenne mich ja selber. Können wir dann noch gleich Söldner einführen, um ein bisschen meine Bogies zu verbessern? Sind die Bogies alle innerhalb meines Gebiets? Absolut nicht. Okay, good to know. Sure. Bleiben wir mal hier für einen Moment. Ah, oh, da immer noch ein bisschen wenig. Aber noch mehr Pferdeeinheiten. Wer baut ihn, wenn nicht noch ein Ritter? Da oben baut ihn, wenn ein Ritter, gell? Ja, ich glaube, du hast jetzt Ritter und Schiffe. Nein, Schiffe kannst du nicht drauf. Wo ist der Hafen? Da hast du einen Hafen zum Beispiel. Alles, was du möchtest, außer die Kohle. Actually, alles, was du möchtest, außer die Kohle. Tut mir leid. Gekommen. Muss es die Kohle sein? Habe ich noch mehr Kohle? Warum denn? Warum unbedingt? Ha, machen wir so. Okay. So? Oh. Oh, alright. Dankeschön, ebenfalls. Ja, damit wir uns wieder verstehen, gell? Damit es nicht immer nur... Nicht immer so ein Gegeneinander ist. Gegeneinander. Gegeneinander. Deutsch ist schwer. Bam, bitch! Minus 125. Der ist schon wieder Konfuzianer. Shit, ich glaube, ich habe das vorher einfach nur übersehen, oder? Der war eh die ganze Zeit schon dem Konfuzius anhängend. Kann ich bitte sehen? Nein, nicht Regierung, Religion. Wieso darf ich das nicht sehen, wenn ich da drauf... Ich will es aber sehen. I hate you. Wo kommen die anderen beiden her? Sind das die Handelswege? Diese Religion über Dings funktioniert überhaupt nicht. Jetzt, du kommentierst ja wohl. Du sagst mir nur nicht wann. Okay, du kommentierst nicht. Können wir aufhören? So... Fidgety zu sein hier. Okay, können wir nicht. Können wir nicht, habe ich nur gefragt. God damn it. Ausrichtung wählen. Wir haben jetzt Aufklärung. Wir gehen jetzt mal Richtung Nationalismus und Mobilisierung. Das muss irgendwann gemacht werden. Zwecks. Alles dem Erdboden gleich machen. Merkantilismus. Kurzer Moment. Vielleicht will ich vorher aber noch was Billiges machen. Ja, ich glaube, wir machen zuerst noch die Mystik. Nee, das geht jetzt nicht. Weil ich da noch nicht die Bogis upgraden kann. Wobei, nächste Runde kann ich. Okay, das reicht. Nächste Runde können reicht. Das heißt, wir werden jetzt kurz bitte... hallo, darf ich bitte Politik ändern? Ja. Politik ändern, dankeschön. Wir werden kurz hier 50% auf Einlass auf Nachlass auf Einheitenverbesserung, meine ich. Und dann hauen wir den Rationalismus hier rein. And then we good. Jetzt machen wir noch viel mehr. 211! Wissenschaft, Bitches. There we go. Dene. Tun wir jetzt mal ein bisschen, also nächste Runde eigentlich ein bisschen upgraden. Wobei, dich können wir schon jetzt upgraden. Bedämmst die. Kostet nicht mehr so viel. Ist da nirgends so ein Bogi? Wie viele Bogis habe ich? Da ist ein Bogi, ich wusste es doch, lüg mich nicht an. Bogi. Jetzt haben wir zwei Ambusschützen, noch zwei Bogis. Yo, das sind die beiden da oben. Perfect. Okay. Okay. Das ist zwar Aufladung. Solltest du das? Oh, ich hab vergessen, die fucking Dings einzuführen. Ich Volltrottel.
Jetzt muss ich das nächstes Mal machen. Shit, das ist dann die ganze Zeit keine gescheite Politik. Kann ich nachher noch irgendwas bis eins lang dauert machen? Marinetradition, okay, fein. Fein. Es war ein Fehler, aber der Fehler hat mich nicht sehr viel gekostet. Alright. Ah, dass dieser Religionsmodus nicht wirklich geil funktioniert, stört mich sehr viel jetzt gerade. Keine Ahnung, wann das Zeug konvertiert und wann nicht. Aber ich glaube, ja, wir werden einfach... Wenn einfach weiter... Yo, stop it! Drawn to killing. Ja, okay, du killst den nicht. Wir werden weiter Apostel killen und aufs Beste hoffen. Ich hoffe, mir hat es Spaß gemacht, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da und abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!